Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, wir starten wieder hier bei The Binding of Isaac und wir machen heute wieder einen Run und diesmal machen wir einfach mal einen Random Run und gucken. Na okay, so viel haben wir noch nicht, aber wir haben Lazarus schon freigeschaltet. Das heißt, wir machen heute unseren ersten Run mit Lazarus. Wir sehen unten rechts, wir haben direkt eine Pille und das ist invested. Das heißt, wir kriegen Spinnen, die uns auch so ein bisschen helfen. Und ja, einfach mal gucken. In der letzten Folge von Isaac waren wir ja riesengroß. Das gleiche geht auch nochmal ganz, ganz klein. Aber ich stelle mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so angenehm ist. Wird glaube ich eher beschissen. Aber vielleicht werden wir auch irgendwann mal ganz, ganz klein werden. Ich kann es ja jetzt noch nicht vorhersagen. Und wir kriegen nochmal 5 Bomben dazu. Und let's go, Alter. Let's go. Ich bin mega gut drauf. Ich hoffe, Lazarus ist es auch und will nicht sofort sterben. Ah, hier, unsere kleinen Feuerspringer. Ja, das haben wir. Wir versuchen jetzt mal in den ersten 2 Ebenen keinen Schaden zu nehmen. Und keine Leben aufzusammeln. Denn dadurch schaltest du auch noch Sachen frei oder zwei weitere Charaktere. Deswegen übersehe ich jetzt hier auch einfach mal den Stein und das Herz. Und wir kriegen Monstro. Ja, Monstro ist ja noch ein recht gechillter. Mit dem kann man ja noch arbeiten. Oh, scheiße. Ja. Dann nehme ich aber trotzdem keine Leben auf. Und dann kriege ich wenigstens noch einen. Mann, ne. Mir gerade erst noch darüber gesprochen, so mit, ey, hier, komm, lass uns keinen Schaden nehmen. Und dann beim Monstro hat das dann doch nicht mehr so geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Das ist so nervig einfach. Ja, Monstro ist tot. Ne, nehmen wir nicht, denn das ist Leben. Jedenfalls so ein HP ab, also Upgrade. Ich weiß nicht, ob das auch was bringt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und sammle es nicht ein. Hoppala. Oh, scheiße. So. Das heißt, wir müssen es mit 1,5 Leben hier klarkommen. Oh oh. Oh oh, mit 1,5. Und da bist du. Jawohl. Das läuft doch hier. Freunde, das wird nicht sehr einfach hier jetzt gerade. Mit einem halben Herzen. Da gab es auch schon mal bessere Möglichkeiten. Hier in den ersten 2 Ebenen. Oh, und jetzt auch noch solche Räume. Mag ich ja gar nicht, diese großen. Ja, aber hat doch gut geklappt hier. Was ist das hier? Ah, wir sehen jetzt hier die Geheimräume. Wo sie sind. Na dann, springen wir doch mal. Wir kriegen Bomben. 2 Stück gleich. Ich werde die hier auch einmal sprengen. So, Luck Up haben wir bekommen. Und ein paar Münzchen. Ne, das ist der Zockerraum. Da möchte ich ja nicht rein. Oh,
Oh oh, das wird. Ah, okay, ne, es klappt gerade noch so. Boah. Los, komm. So, läuft doch. Und jetzt nur noch du. Und dann haben wir das ja auch schon mal. Was haben wir denn hier? Pillen und ein Bömmchen. Holen wir mal die Pille. Und Explosive Diarrhea. Quasi explosiven Dünches. In Shop maschinen wir auch mal. Und wir holen uns das hier. Ja. Oder? Ja, komm, wenn, dann holen wir auch noch das hier. Und da hinten haben wir jetzt auch noch ein. Hier haben wir auch noch einen Geheimraum. Sehen wir auf der Karte mit dem Fragezeichen. Nein, können wir nicht mitnehmen. Scheiße. So. Ja, hier die Fliegen gehen ja eigentlich auch noch recht klar, ne? Sind jetzt nicht die schwersten Gegner. Es ist einfach nur ein bisschen hin und her. Und dann wieder zurück. So, und wen haben wir hier? Wir haben hier Dengel. Ach. Macht keinen Schaden. Ja, los, komm. Nein. Okay. Haben wir noch mal Glück gehabt? Haben wir sowas von Glück gehabt? Ich hoffe, das bringt jetzt auch was, weil wir haben ja quasi ein Leben bekommen. Ne? Ich werde es gleich sehen. Wir müssen ja nur noch hier diesen Raum hier überstehen. Boah. Und Action. Ja, Mann. So. Und lass mich bitte einen weiteren Charakter freischalten. Jawohl, Eve. Ja, Mann. Eve ist auch eine coole Person hier. Ist von Anfang an auch recht stark. Macht Spaß, mit dem zu spielen. Ja, hier noch ein paar Bömmchen. Okay, eine Bombe jedenfalls. Dann geht es hier weiter. Ja, solche Räume mag ich auch überhaupt nicht, ne? Finde ich richtig scheiße. Vor allem, wenn man dann keinen Schaden macht, man. Hoppala. Und so. Next Room. Na, jetzt dürfen wir auch wieder Leben aufsammeln oder Steine kaputt machen. Oha. Jetzt ist uns das eigentlich egal. Den goldenen Raum nehmen wir das auch mal mit. Kriegen wir mal Spinnen. So, springen wir hier schon mal, damit wir da gleich rein können. So. Two of Spades. Heben wir erst noch auf. Also jetzt ein paar Leben wären nicht schlecht. Na los, komm. Gehen wir mal rein, hier in den Shop. Gucken mal, was es da so Nices drin gibt. Eine Bombe und eine Pille. Was haben wir denn? Luck up. Okay. Luck up ist auch immer gut. Hier können wir jetzt auch noch sprengen. Kommen wir in einen geheimen Raum. Oh. Kriegen noch einen Schlüssel und zwei Münzen. Und ein. Ach. Oh nein, nicht treffen lassen. Gar nicht treffen lassen. Und wir sind stärker. Also unsere Tränen sind größer, ne?
Lass das Wasser. Jawohl, hier haben wir ein Herzchen. So. Ein paar Spinnies auch noch dazu. Ja, das holen wir uns später. Nicht vergessen. Immer später holen solche Sachen. Oha. Wenn es überhaupt noch ein später gibt. Wer weiß. Ich glaube, die komische Tasche aus dem Shop holen wir uns auch noch. Macht, glaube ich, Sinn. Oh. Ruhig, Brauner. Ja. Also ab nochmal in den Shop. Und dann holen wir uns das komische Täschchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mehr Sachen auf der Link, also unten links tragen kann oder an Pillen und Karten, die quasi unten rechts sind, weiß ich nicht. Werden wir auf jeden Fall sehen. Und mega fetti. Freunde, ich habe ein halbes Herz. Opala. Ja. Die Bomben hätten aber auch mal näher an ihm sein können. Ah, jetzt, das kommt. Ah, macht auch sehr, sehr wenig Schaden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hier schaffen. Schaden machen wir für den Anfang so einen Run eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, wir sind in der dritten Ebene, ne? Ja, ich mach mir den hier einmal weg. Damit ich später ordentlich ausweichen kann. Und stirb jetzt. Stirb. Weg mit dir. Jawohl. So, hier, unser Kleiner ist auch tot. Hier bekommen wir jetzt noch mal ein paar Münzchen. Und wir wollen uns das weiße Herz noch holen. Ich glaube, das war hier, ne? Ja. Genau. So. Und dann können wir jetzt ganz entspannt in die nächste Ebene gehen. Haben zwei rote Herzcontainer und ein Seelenherz. Damit fühle ich mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen sicherer. So, und wir haben hier direkt auf der rechten Seite den Geheimraum. Na, kicken wir doch mal, was es da so Nices gibt. Ja, dann schieben wir die Bombe hier mal weiter mit hin. Nein, du sollst da mit hin. So, hier setzen wir mal ein Bömmchen hin. Ja, okay, Spinnen, eine Bombe, eine Pille und ein Schlüssel. Oh, bad guess, Freunde. Ist das ekelig, ja. Bad guess. Oh Mann, na egal. So, dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Opala. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Oh, und noch mehr Münzen. Freunde, wir können gleich shoppen gehen. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir hier gleich in den goldenen Raum. So. Was ist das denn hier? 4-Shot? Ah, okay. Hier kicken wir auch mal rein. Oh, nice. Ah, Freunde, das hat auch viel mit diesem Luck-Up zu tun. Also, wir haben jetzt extrem viel Glück, man merkt es. Hier haben wir nichts, okay, auch nicht schlecht. So. Boah, war das knapp gerade. Solche Räume mag ich auch nicht, deswegen habe ich mich da gerade noch durch den Geheimraum gesprengt. Ja, ich mag sowas nicht. Ich mag solche Räume nicht. Nein! Mano! Boah. So. Du musst weg. Keiner will dich haben. Genauso wie dich. So. Ah, die schwarzen Scheißhäufchen betäuben die quasi, oder was? So ein bisschen.
Naja, und ab in den Shop. Wir haben hier den Kompass. Ist auch mega nice. Schlüssel, ja. Ob wir den jetzt gerade brauchen, ich weiß es nicht. Wir haben 8 Schlüssel. Ja, ich habe ihn mir erstmal nicht gekauft. Denn wir müssen auch mal ein bisschen Geld in die Donation-Maschine spenden. Oh nein. Ja, aber unten haben wir jetzt erstmal alles fertig. Das heißt, da brauchen wir erstmal nicht wieder hingehen. So, Junge. Komm hier ran auf den Meter. Jo. Kriegen wir noch ein blaues Herzchen dazu. Ist auch immer nice. Und gib ihm. Schlüssel bekommen. Ah genau, ich zeige euch gleich einmal die Karte, wenn wir in der nächsten Ebene sind. Wegen dem Kompass. Ich glaube, den Kompass hatte ich bis jetzt auch noch nie. Deswegen ist es ja für euch was Neues und deswegen zeige ich euch das gleich einmal. So. Ja, es ist auch immer so ein scheiß Raum, weil da werden nämlich jetzt die Sachen gespawnt. Und da kommt man halt echt nur hin, wenn man fliegen kann. Ist halt ärgerlich. So. So, hier auf der rechten Seite haben wir auch wieder einen Geheimraum. Oha. Aber durchs Treffen kriegen wir jetzt auch immer Sachen, oder was? Das wäre quasi ein Ansporn fürs Treffen lassen, ne? Aber ja, irgendwann werden wir so oft getroffen und wir sind tot. Mann! Und los, rennen hier. Oh, ganz viele Pillen. Full Health. Bombs are keys. Range down, range down. Luck up. Ja, Freunde, nehmen wir auch sicher Luck up mit, ne? Und dann machen wir hier das Keckerle mal weg. Hier haben wir noch ein paar Bömpchen. Ja, und dann würde ich sagen, mal rennen hier zu Stain. Den mag ich auch überhaupt gar nicht, ne? Also den finde ich so scheiße. Der ist echt mega nervig. Deswegen. Aber es ist eigentlich nur eine Sache vom Ausweichen. Mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Hier mit meinen kleinen Spinnen, die noch nicht allzu viel Schaden machen, klappt es auch trotzdem. Wir bekommen hier eine Box mit... Oh, was haben wir denn hier? Haarglas, okay. Na, Tears Down. Nehmen wir das mal mit. So und so. Und dann rennen in die nächste Ebene. So, das ist jetzt die vorletzte Ebene vor Marms Fuß. Quasi nicht in der Ebene, sondern in der nächsten Ebene. Alles, was ich an Geld noch über habe, spende ich in die Donation-Maschine. Ja, ach, hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass ich das blaue Herz jetzt schon aufgesammelt habe. Denn ich wollte ja gerne auch in den Stachelraum. Aber erstmal muss ich hier die Dinger machen. Die auch mega viel Zeit fressen. Naja. So, und mit dem Item unten links, mit dem kleinen Kackhäufchen, haben wir sogar jetzt noch mehr Luck in den Scheißhäufchen. Nehme ich gerne mit. Hallo. Immer mal schön was finden. Also es ist nicht in jedem Scheißhaufen was drin, aber in schon ein bisschen. So, noch eine Pille. Ja, komm.
Noch ein paar Spindchen dazu. Oh, hier, diese Dinger mag ich auch nicht. Ah, sind eigentlich gar nicht mal so schlimm gerade. Weil ich halt schon ein bisschen Damage mache, obwohl ich nicht einmal in diesem Run Damage eingesammelt habe. Das ist eigentlich komisch. Was haben wir hier? Oh, ein Fliegen-Item. Ja. Kann man ja mal mitnehmen, ne? Ja, hier haben wir noch ein Feuer. Und hier haben wir keinen Stein. Ah, jetzt kann ich auch hier reingehen. Oha. Was haben wir denn hier für einen komischen Stein? Erstmal die Karte befuhlen. Haarglas und eine Münze. Nehmen wir Haarglas mal mit. Für die großen Räume, wenn da viele Steine sind, kann nicht schaden. Hier haben wir noch einen Stein. Hier noch You Unlock Kane. Ja, Mann. War zwar jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber du, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, so viele Münzen einzusammeln, warum sollte ich das dann nicht machen? Ach, diese Dinger mag ich ja auch rein gar nicht. Weil die so scheiße sind. Die spawnen auch ab und zu ein mitten in dir. Mitten in dir. Also halt einfach in dir. Und ja. Muss. Oh, scheiße. Ich muss aufpassen auf meine Leben. Ich hoffe, hier gibt es jetzt noch was Nices. The Emperor. Nein, eben nicht. Ah, hier haben wir noch ein. Hier müsste der, glaube ich, sein. Jawohl. Ich brauche doch einfach nur ein paar Leben jetzt. Ich will doch nicht sehr viel. Ich will einfach nur ein bisschen Leben. Mann. Na, gehen wir mal in den Shop. Oh, auch nix. Aber ein Herzchen bekommen, wa? Ja, meine Fliege fliegt da so im Viereck rum. Naja. Wenn sie dann so viel Langeweile hat, ne? Ja, gucken wir mal, was wir hier im Großen haben. Hier werde ich mir mal ein bisschen Platz machen bei denen jetzt. Mann! Kann doch nicht wahr sein. Wo kommst du denn jetzt her? Ach, durch die Haarglas-Dings da. Weil macht ja alles kaputt. Und ab und zu sind die halt auch in diesen Totenköpfen drin. Ja, los, komm. Mann. Wo sind der jetzt? Da. Ich bleib jetzt hier stehen. Da ist er. Ja, und schon, oh, schon wieder so knapp mit dem Leben. Und gib ihm. Jawohl. Was haben wir hier? iPhone Pilz. Ja. iPhone Pilz ist ja recht nice, aber ich brauche iPhone Leben. Nein, Freunde, ich gehe kaputt. Mann. Es war eigentlich ein mega nicer Run. Wir haben jetzt auch Kane freigeschalten. Da ist er. Den probieren wir als nächstes aus, um einfach mal zu gucken oder um euch zu zeigen, wie der so ist. Ich kenne ihn ja. Und dann, wenn ihr Kane sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, dann werdet ihr benachrichtigt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mir hat es wieder ziemlich viel Spaß gemacht, obwohl es ja eine etwas kürzere Folge jetzt war.
Wir waren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwei Charaktere freigeschaltet in einem Run. Genau, und das ist der andere. Eve und Kane. Ich würde sagen, mit Kane starten wir in der nächsten Folge. Mit Eve dann danach. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst es, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.